Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. In meinem heutigen Video geht es um Eichenprozessionsspinner. Wir haben Mitte Juni 2019 und ich habe per Zufall dieses Nest am Fuße einer Eiche entdeckt. Eichenprozessionsspinner sind zu dieser Zeit äußerst gefährlich, weil sie über Haare verfügen, die hohe allergische Reaktionen beim Menschen auslösen. Daher ist jeglicher Kontakt mit den Haaren zu vermeiden. Eine nicht besonders empfehlenswerte Methode zur Vernichtung dieser Schädlinge, dieser für den Menschen auch hochgefährlichen Schädlinge, besteht in dem sogenannten Abflammen. Ich habe zunächst dafür ein Gerät hergestellt bzw. mir etwas gebastelt aus einer ganz normalen Lötlampe und einem Stock und ein wenig Draht, um das Ganze zu verbinden. Wie man leicht sehen kann, ist das Nest direkt am Stamm der Eiche in der Nähe eines Gitterkorbs, in dem sich auch ebenfalls trockenes Laub befindet. Auch um die ganze Eiche herum ist trockenes Laub. Da es die letzten Tage nicht besonders viel geregnet hat, gehe ich davon aus, dass dieses Laub extrem trocken ist. Und ich möchte natürlich keinen Brand verursachen. Aus diesem Grunde werde ich zunächst im angrenzenden Bereich den Boden vorsichtig nass machen. Und dazu benutze ich, wie man gleich sehen wird, einen Vorsatz, mit dem ich nur einen vorsichtigen Wasserstrahl auslöse, um nicht die Härchen, die auch ohne die Raupen als solche schon gefährlich sind, aufzuwirbeln. Nachdem ich die Umgebung genügend gewässert habe, stelle ich jetzt meine Lötlampe auf eine möglichst geringe Hitze ein. Das soll dazu führen, dass nicht unnötig durch die Wärme oder durch den Druck die Raupen aufgewirbelt werden. Außerdem habe ich natürlich für diesen Vorgang meinen Wasserschlauch in meiner Nähe liegen, um Brände und nachher das ganze Nest zu löschen. Und los geht's. Möglichst weite Entfernung. Dann habe ich die Flamme größer eingestellt, um auch tiefere Schichten zu erreichen. Was man jetzt nicht sehen kann, ich habe Schutzkleidung an und ich werde diese Schutzkleidung nach der Aktion entsorgen und auch die Kleidung, die ich darunter trage, bei mindestens 60 Grad waschen. Außerdem werde ich dieses Video erst dann einstellen, wenn ich auch in 2 Tagen sehe, dass ich keinerlei Reaktion allergischer Art gehabt habe. So, abschließend wird nur noch mal alles gelöscht, um keinen Brand auszulösen.
Natürlich bietet es sich an, in ein paar Tagen nochmal nachzuschauen, ob Raupen überlebt haben. Ich weise nochmal drauf, ausdrücklich hin, dass sich das hier angebotene Videomaterial nicht zur Nachahmung eignet, weil die Gefahr viel zu groß ist.